Hier auf der Seite www.miniklangwunder.de lässt sich nun auch AudioExpert als Freeware-Version hier runterladen. Hier über den Link geht das ganz einfach. Damit lässt sich dann die Datenbank aufbauen, in die ich dann die ganzen Musikstücke hineinladen kann, die ich auf der Seite www.miniklangwunder.de anbiete. Zu jedem Lautsprecher, der von mir getestet wird, gibt es dann einige Teststücke. Die lassen sich dann mit dem Audioexpert relativ einfach sofort und direkt miteinander vergleichen. Ich starte mal hier den Installationsvorgang von Audioexpert. Ja, natürlich ausführen, und zwar auf Deutsch. Ich mache das mal hier weiter. Ich akzeptiere auch die Vereinbarung, die mir der Herr Decker hier mitgibt. Audioexpert Free. Das Free ist bei mir deswegen schon vorhanden, weil ich beide Versionen habe und auch diese Free-Version schon mal installiert habe. Ich habe natürlich auch das Programm gekauft, da meine ganze Musikdatenbank auch gleich hinterlegt ist. Hier auch wieder, es wird eine Programmgruppe eingerichtet, die AudioExpert Free heißt. Ich möchte nur ein Desktop-Symbol haben. Installiere das jetzt. Das geht ziemlich zügig. Möchte auch, dass AudioExpert sofort gestartet wird. Schaue ich mir das mal an. Das ist also die Oberfläche jetzt von AudioExpert Free. Wie man sieht, ist es noch kein Titel gespeichert. Ich habe hier noch nichts weiter. Es ist noch nichts weiter vorhanden als die blanke Bedienoberfläche. Und wie wir da die nächsten Schritte weiterkommen, das zeige ich in dem nächsten Teil.